bin dabei seit 1948 und da war ich im dritten Lehrjahr und da waren die Landfrauen auch manchmal da von der Ortschaft und da war das eigentlich selbstverständlich. Also eigentlich kenne ich mein Leben nur mit den Landfrauen, denn meine Mutter ist schon Ewigkeiten dabei und ich bin eigentlich schon als Steppke immer mit. Von daher bin ich da eigentlich so mit aufgewachsen und mit neigewachsen. Früher waren viele von den Mitgliedern Landfrauen, hatten Landwirtschaft. Und heute ist ja der Landfrauenverein für die Frauen, die auf dem Lande wohnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder bei uns noch Landwirtschaft haben. Deswegen auch eigentlich Frauen vom Land. Und dementsprechend haben wir halt einfach unser Programm in die Richtung angepasst, dass man sagt, wir möchten ja so viel wie möglich eigentlich ins Boot holen und dementsprechend auch halt die Themen dann so ein bisschen breiter gestreut sind wie halt damals. Für mich sehr wichtig sind auch diese kommunalpolitischen Seminare, die der Landesverband anbietet, speziell für Frauen, weil wir ja Frauen ermutigen wollen, sich in der Politik zu betätigen, sich für die Wahlen zur Verfügung zu stellen. Und viele Frauen trauen sich das nicht so zu oder haben einfach das Selbstvertrauen nicht. Und durch diese kommunalpolitischen Seminare des Landesverbandes sollen sie doch gestärkt werden, ihre Position gestärkt werden. Man muss halt erst einmal die Leute dazu bringen, zu sagen, Mensch, guck mal rein, wir machen halt echt tolle Sachen. Und es hat nichts mit dem von früher zu tun, dass du bloß da hockst und strickst.